Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Montana und die beiden Mustangs, die wir hier gezüchtet haben, sind jetzt soweit fertig, dass wir sie verkaufen könnten und auch das goldene Pferd, das wir beim Kentucky Derby jetzt gewonnen haben, ist soweit. Und deswegen verkaufen wir sie mal. Möchtest du dich nochmal rumdrehen? Wir dürften aber ein Stufe 1er goldenes Pferd noch behalten haben. Steht irgendwo in der Oase. So. 33 Diamanten bringt sie uns. Und ja, ich hoffe, dass wir diesen Monat wenigstens noch zwei Oasenerweiterungen uns leisten können. 1600 Diamanten würde es momentan hier in Montana kosten. Sinnvoller wäre aber erstmal Deutschland und Großbritannien, weil wir da nochmal bei Stufe 21 Diamanten wiederbekommen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal Stufe 20 machen. Mal gucken. Können wir ja schauen. So, dann haben wir hier einen Mustang der Stufe 4 für 31 Diamanten. Das heißt, der zweite wird uns auch so viel bringen, aber vorher schauen wir nochmal schnell zu den besonderen Aufgaben. Okay, theoretisch, um die beiden hier abzuschließen, 900 Meter im Jagdrennen laufen. Schauen wir mal, vielleicht können wir das ja mit einem unserer neuen Pferde machen. So, das ist der Vito hier. Den verkaufen wir auch mal. So, und dann haben wir hier... Ach so, Cerberus, ist der denn? Level 11 ist er sogar. Ja. Ehrlich gesagt würde ich den gerne nochmal in der Dressur sehen. Ich weiß aber nicht, ob wir es heute schaffen. Heute bin ich ein bisschen knapp dran mit der Zeit. Deswegen hebe ich ihn erst nochmal auf. Wir haben ja immerhin... ja, wir haben ja momentan ein bisschen Platz, dass wir züchten können. Wie viel Platz haben wir hier eigentlich? 104. Genau, das ist mir auch vorher nicht aufgefallen. Ich habe gesehen, dass wir hier Platz haben, aber 100 war ja unsere Maximalanzahl, die wir jetzt erstmal freigeschaltet hatten mit dem letzten, ja, mit der letzten Vergrößerung. 4 Plätze haben wir wohl pro Land von Horsehaven dazu bekommen. Was ich sehr schön finde, das wären hier in Montana auf jeden Fall die beiden Plätze für das Irish Draught und den Pinto. Der braucht allerdings noch 4 Stunden, 17 Minuten, 38 Diamanten. Überlegen wir uns mal, ob wir den holen. Dann schauen wir mal zur Fantasieinsel. Momentan dauern ja doch die Zuchten relativ lange, weil wir auch viel exklusive Pferde züchten. Ja, das Regenbogenpferd hier hat auch... braucht noch seine Zeit. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei Arcata haben wir verkürzt. Vielleicht haben wir da Glück. So, die beiden... Achso, die beiden können wir definitiv auf die Weide schicken. Ich meine, vom Regenbogenpferd haben wir auch Stufe 2 schon, aber haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich hatte Glück, habe Stufe 2 gezüchtet und habe... Weil ich nicht wusste, wann ich wieder zum Aufnehmen komme, habe ich einfach schon mal großgezogen und dann nochmal gezüchtet. Jetzt erwarten wir hier auf jeden Fall einen Stufe 2 Hengst. Den werden wir uns auf jeden Fall dann nochmal anschauen. Ich hoffe, dass wir hier eine Stute hatten, aber na gut. Immerhin haben wir schon mal einen Stufe 2er sicher. Ist die Frage, haben wir hier... Genau, hier haben wir auch Plätze dazu bekommen, 4 Stück. Wäre, genau, für die neuen Fantasiepferde auf jeden Fall wichtig. Dann schauen wir mal schnell nach Frankreich. Da wollte ich ja gerne das Irish Draw züchten, zu dem ich aber jetzt noch keine Stute gefunden habe. Und da ich hier ja die Pferde, um noch einmal selbst zu züchten, nicht stehen habe, ist das gerade etwas schwierig. Genau, Quinn habe ich zum Züchten rausgestellt. Codex One könnten wir theoretisch jetzt verkaufen. Ja. Unser Stufe 3 Groninger. Und dann, ja, wollte ich ja in Frankreich erstmal die T4-Zucht aussetzen.
Und das Eis dort zwischen. Vielleicht ist aber heute auch schon. Ich habe nach der letzten Aufnahme geschaut, ob ich noch irgendwo was finde. Irgendwie 2 Stunden später oder sowas. So, jetzt zeig dich erstmal. Wir können ja mal schauen. Nach Stufe 1 würde ich sagen. Gucken wir erstmal. Ich habe auch nach Stufe 2 und 3 geschaut, aber ja, war nicht erfolgreich, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Vielleicht waren sie noch in der Zucht, vielleicht. Weiß ich nicht, waren sie auf der Weide zum Trainieren? Oder es hat einfach keiner eine Stute stehen momentan, weil vielleicht andere Pferde gerade gezüchtet werden. Doch Liz hat mittlerweile ein Stütchen für uns da stehen. Das ist supi. Na. Okay, das sind Drachen. Was bist du? Ach, ein weiß-Isabellen-Zugpferd. Das vorhin können wir uns jetzt leider nicht ansehen, aber dann muss das hier ja die Stute sein. Und hier ist der Hengst dazu und das wäre Stufe 2. Schick. Oh ja, ich find die Blässe schön. Zwei weiße Beinabzeichen hinten. Schöne Farbe. Ja. hier würde ich aber, glaube ich, nicht die Gratiszuchtverbesserung einsetzen. Das würde ich bei den Pferden einsetzen, wo ich versuche, auf Stufe 3 zu züchten. Zum Beispiel der Regenbogen. Hier hätten wir einen Hengst, das ist blöd. Hier hätten wir auch einen Hengst, das ist auch blöd. Stufe 2 wäre die Stute. 14%. Ja, das ist unwahrscheinlich, leider. Ja, wir bekommen den nächsten Hengst, aber okay. Ich hoffe, die Stute bleibt noch ein bisschen da stehen. Oder wir haben bald die Möglichkeit, mit Stufe 3 zu züchten. 8 Stunden ungefähr dauert's. Gut. Ja, den Häuptling lassen wir auch erstmal da stehen. Achso, ja, die Wege habe ich hier noch nicht gesetzt, die ich setzen wollte. Das werde ich dann mal machen. Achso, ja, hier, man nimmt automatisch. Weil, wenn ich hier den Weg setzen möchte, muss ich den Apfelbaum auf jeden Fall wegsetzen. Gut, schauen wir nach Deutschland. Ja, hier sieht es ja ganz bescheiden aus. Die trainieren noch über eine Stunde. Brauchen wir. Ja, Trauben nehmen wir mal mit. Dann können wir ja mal zum Event schauen. Heute gibt es die Waage Generation 3. Die Anpassung wäre natürlich was, aber wir können noch einmal 9 Punkte sammeln. Das heißt, auch wenn wir die 19 Punkte ausgeben könnten, würden wir es nicht bis zu den 100 schaffen. Und von daher würde ich jetzt erstmal die Punkte sammeln. Denn da sehen wir schon, als nächstes kommt das erste Geisterpferd. Dann würde ich schauen, dass wir bis zum Geistertinker oder auch Geistermawari ja, die Punkte zusammen haben, um die beiden dann noch zu bekommen. Jo, dann ja, gibt es ja hier gerade nichts zu tun. Die Feuerwolken trainieren. Aber selbst wenn wir hier verkürzen, wird es leider nichts mehr, dann schauen wir noch nach Großbritannien.
Ja, und hier dauert es auch. Okay, also trotz Zugzeitverkürzung wird das nichts. Und wir haben hier auch gerade... Doch, einen Stall haben wir frei. Gestimmt, weil ich den Komet weggeschickt habe. Weiß ich nicht, wenn ich hier verkürze. 13 Stunden ungefähr braucht er noch. Ja, okay. Hätten wir eine Stute, könnten wir hier züchten, würde ich aber trotzdem die... Ich hoffe, dass wir wieder mit Stufe 3 züchten können. Und damit Stufe 2 dann hoffentlich bekommen. Da würde ich aber auch die Zuchtchancenverbesserung nicht einsetzen. So, die schicken wir gleich mal auf die Weide. Und dann hätten wir hier ja auch wieder Platz in der großen Oase. So, schicken wir dich erstmal los. Aber das kann ich mir dann ja noch überlegen. Dann bringe ich wahrscheinlich ein paar Pferde hier aus der Oase rüber. Okay, sorry für den Cut, aber es war leider wirklich wichtig. So, wir wollten nach Akata schauen, Stufe 3. Ich glaube, eine Stute. Bin jetzt aber nicht mehr sicher. Oder was, ein Hengst? Okay, Liz hat auf jeden Fall einen Hengst. Ich hoffe, dass wir jetzt auch eine Stute da stehen haben. Denn die Kleine habe ich ja auf die... Habe ich die schon auf die Weide geschickt? Wenn nicht, ziehen wir sie gleich groß. Da. Okay, dann hoffen wir mal das Beste, dass wir nämlich Stufe 2 wenigstens bekommen. Und zwar wäre das ein Hengst mit 44% Chance, Stufe 1 wäre auch ein Hengst und Stufe 3 wäre die Stute. Okay, also eigentlich eine 50-50 Chance auf ein Pferd, das wir brauchen. Und ja, natürlich kriegen wir wieder Stufe 1. Das ist deprimierend, ne? Also Akata ist wieder so eine Zucht, das wird sich ordentlich hinziehen, gehe ich mal von aus. Schade. Okay, hier steht auch nur der Hengst gerade. Und hier wird noch Regenbogen wahrscheinlich gezüchtet. Na gut, schauen wir nochmal zur Post. 1200 Münzen ein Steinbursche verdient, die Pferde wurden gestreichelt, 2368 Münzen Zuchtbelohnung und das Dorf wurde besucht. Dann können wir ja mal schauen, ob wir genug... Ja, dann können wir endlich auch mal wieder den Salat hier holen. Und vielleicht können wir noch mal ein Rennen. Oder die Dressur mit dem... Mit dem Häuptling, die Dressur. Ich glaube, in der Dressur sieht man sie schon besser. Aber ist natürlich auch laut. Man sieht sie besser. Und wir könnten danach auch noch mal gucken, wer gerade die besten Liste anführt. Denn es dauert nicht mehr lange. Dann wechseln wieder die Gewinner der Dressurshow. So, der wird jetzt aber ziemlich weit unten sein. Achso, und wir hätten uns natürlich auch die Geschichte von Akata auch nochmal durchlesen können. Können wir ja vielleicht gleich nochmal machen. Obwohl, die sind gerade alle trainieren, sonst müssen wir es beim nächsten Mal machen.
trainieren oder in der Zucht. Hier ist er. Was kann er denn so? Den versammelten Galopp und die Trabtreibersale. Ja, seinen Kopfschmuck behält er jetzt mal auf. Das gehört ja irgendwie zu ihm und das passt auch zu den Schweiffedern natürlich. So, 220 kriegen wir jetzt für ihn an Punkten und 50 für die Anpassung. Das heißt, es ist auf jeden Fall Dressur geeignet, nicht Championats geeignet. Ja. Schick ist er auf jeden Fall und ich bin mal gespannt, wenn wir dann die Stufe 2 und 3 Pferde davon züchten können, wie sie sich dann hier so machen. Okay, ja. Da ich heute schon hier die Punkte gesammelt habe und ja, unser Biest auf jeden Fall schon mal mehr Punkte bekommt, sind wir da auf jeden Fall... Oh, wir sind sogar hier auf Platz 5. Wobei das... Ja, irgendwie die Vorne-Rangliste kriegen sie nicht hin. Hauptsache, die Weltrangliste stimmt. Okay, Schneepferd. Das ist für uns nicht so ein Biest. Ein Ariel-Pferd, also Meerjungfrauen-Pferd. Alice. Okay. Also jetzt zumindest gerade nichts, was wir jetzt noch nicht hätten. Was auch ganz gut ist, weil diamantentechnisch würden wir es wahrscheinlich eh nicht hinbekommen, das Pferd zu sichern. Hat sie gar kein... Ach doch, ich glaube, es sah gerade so aus, als hätte sie überhaupt nichts anhat. Aber auf jeden Fall die Krone hier unten hat sie diese goldenen Armreifen und da wahrscheinlich eine Kette um. Nicht schlecht. Ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass die neuen Klamotten auch geeignet sind, die wir jetzt bekommen für die Dressur, weil die vermutlich gute Werte haben. Aber vielleicht können wir das ja mal ausprobieren, einfach an Sonja. Da habe ich auch dran gedacht, die als nächstes zu verbessern, aber ja, dann waren die Stufe 4er exklusiven Pferde doch schon wieder besser. Was auch schade ist, klar, verbessern kann ich sie trotzdem, aber wirklich großartig einsetzen und dann eine Chance haben, wieder einen recht guten Platz zu erhalten, ist halt nicht drin. Wann haben wir denn das bekommen? Genau, dazu haben wir ja die Trense nicht, aber wir haben die gelbe. Aber es passt jetzt nicht zur blauen Decke. Dazu hätten wir die gelbe Decke noch bekommen müssen und hier das passt. Vielleicht haben wir ja noch was über, wo wir wissen, dass wir auf jeden Fall 50 Punkte bekommen. Ne, die haben wir gekauft sozusagen mit den Dressurgewinnern. Ich gehe mal davon aus, dass sie gut Punkte bringen, aber ich weiß es nicht. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir müssten mit den beiden Teilen 100 Punkte für die Ausrüstung bekommen oder für die Anpassung. Ja, 100 Punkte. Gut, das heißt, das ist definitiv auch wieder Dressur geeignet. Das finde ich gut, dass wir jetzt mehr ja, Ausrüstungsgegenstände bekommen, mit denen wir hier auch an der Dressur ganz gut teilnehmen können und keinen Punktabzug sozusagen haben.
Ich würde ihr das jetzt aber trotzdem wieder ausziehen. Und dann würde ich sagen, haben wir zwar heute wenig gezüchtet. Ja, die Folge ist dann wieder ein bisschen kürzer als die letzte. Das war ja schon wieder wahnsinnig lang. Und ja, mal schauen. Vielleicht muss ich dann doch irgendwie mal gucken, dass ich die Folgen, wenn die so lang sind, wenigstens auf 2 aufteile. Weil vor allem durch die Zuchten momentan, die dauern doch recht lange. Ich möchte keine Diamanten aktuell dafür ausgeben, dass wir dann schneller die Fohlen haben. Und ja, deswegen kriegen wir da gerade weniger zusammen. Wir können nochmal schnell schauen, ob Alice... Nee, 43 Minuten ist sie noch im Training. Okay. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann hoffe ich, dass wir wieder ein paar Zuchten mehr machen können. Ich hoffe, dass wir beim Irish Broad auch ja, ein Stütchen dann bekommen. Und den Pinto schauen wir uns dann natürlich auch nochmal an. Also bis dann. Tschüss.